Hallo, grüß dich. Komm rein. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, liebe Rüsselsheimerinnen, liebe Rüsselsheimer, aus meiner Reihe interessante Häuser und interessante Menschen sind wir heute bei einem ganz besonderen Rüsselsheimer. Erstmal muss man sagen, er wohnt in der Ernst-Ludwig-Straße. Ich betone Ernst deshalb, weil er in Sachen Humor eine ganz große Kanone ist hier in Rüsselsheim. Stichwort Fasnacht. Über wen kann ich nur reden? Jürgen Wiesmann, eine bekannte Persönlichkeit hier in Rüsselsheim. Und es gibt viele interessante Aspekte, die wir heute beleuchten werden. Einer davon, Jürgen, und das ist der erste, und das finde ich absolut beeindruckend, ist diese Riesenpalette an Fasnachtsorden. Hast du mal gezählt, wie viel sind es? Es sind noch nicht alle. Oh, okay. Ich habe hier noch eine Kiste drin, habe ich aber leider im Moment keine Wand voll. Ja? Also ich habe sie nicht gezählt. Also man muss sagen, du hast hier ein kleines Museum, ganz beeindruckend. Viele schöne Erinnerungen. Ganz, ganz, ganz toll, ganz super. Und nachher musst du uns aber nochmal zeigen, dein klassisches Kostüm, das ich so liebe, wenn ich dich sehe im Fernsehen, was nochmal deutlich macht, was du auch für ein Typ bist. Aber da kommen wir dann später nochmal ganz im Detail dazu. Soweit ein erster Eindruck von Jürgen Wiesmann, der Fasnachter aus Rüsselsheim. Lieber Jürgen, wir sind hier in deinem schönen Haus. Direkt am Opel, wenn man das so sagen darf, Ecke Weisenauer Straße, Ernst-Ludwig-Straße. Ich betone Ernst, weil da kommen wir gleich noch drauf. Das hat mit deinem Hobby zu tun. Ja. Aber erstmal zu diesem Haus. Das ist jetzt, sagen wir mal, architektonisch nichts Besonderes, aber der Inhalt ist besonders, denn es ist ein Familienhaus. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erklären. Ja, also es ist ein Mehrfamilienhaus, aber auch ein Mehrgenerationenhaus. Ich habe von meinen 52 Jahren, habe ich also 6 Jahre mal außerhalb verbracht und ansonsten mein ganzes Leben hier in diesem Haus, von Geburt an, immer auch mit den Großeltern zusammen, unter einem Dach mit meinen Eltern logischerweise. Und als die Großeltern dann verstorben sind, sind meine Eltern unten in die Wohnung gezogen und wir hier oben und haben auch hier mit dann, also mein Sohn hat auch dann mit Großeltern und Eltern in einem Haus gewohnt. Also so geht es immer wie in so einem Kreislauf. Ja. Das ist ja auch ein Lebenskreislauf, ne? Wo es immer hoch und runter geht. Und jetzt ist ja mit Familie, da gibt es ja auch manchmal da Reibereien so, aber das hat immer... Überhaupt funktioniert, nicht. Ja, überhaupt toll. Nicht. Ja, okay. Überhaupt nicht. Also wir sind alle sehr harmoniesüchtig und das gibt es auch nicht, weil es sind auch 2 abgeschlossene Wohnungen. Wir haben eine schöne Tradition, dass samstags, meine Mutter ist eine leidenschaftliche und sehr gute Köchin und Kuchenbäckerin. Sieht man dann. Ich habe mal wieder ein bisschen kürzer gedreht. Okay. Und die backt samstags immer Kuchen. Mhm. Ja, und mein Vater will auch samstags seinen Kuchen haben. Ja. Und dann wird, samstags auch zusammen Kaffee getrunken. Mhm. Meistens ohne bei den Eltern oder auch jetzt im Sommer viel unter der Pergola mit Blick in die schöne Gatte. Rüsselsheimer Großfamilie. Ja. Jetzt hast du mir aber nochmal so ein bisschen eine kleine Geschichte erzählt. Im Krieg war hier auch was kaputt im Haus. Und da hat, glaube ich, deine Großmutter, die hat noch richtig Stor gekloppt, wenn das heißt, die Bettung abgekloppt, damit man die Backstor wieder nehmen kann. Ja. Also ich erinnere mich immer noch an die Gespräche mit meinem Opa, also da hinten im Bunker, dass das für sie der zuständige Bunker war damals im Krieg. Und auch das Haus war einmal komplett mit einer Bombe komplett durch. Und die haben es dann wieder aufgebaut und wie du schon sagst, meine Oma hat dann die Backsteine alle abgekloppt und das dann alles wieder aufgebaut worden. Ja. Und dann 2000 haben wir es dann ein bisschen verändert, dass die Gauben drauf gekommen sind, der Anbau wurde neu gemacht, dann halt, ne, dass es auch dann nochmal für die Zeit, die dann halt war mit größeren Räumen, dann halt das Leben noch ein bisschen schöner gemacht hat. Aber nochmal zurück zu dir, du bist ein echter Rüsselsheimer, du bist in Rüsselsheim geboren, ja. Du bist in Rüsselsheim aufgewachsen und zur Schule gegangen. Erzähl doch einfach mal ein bisschen so deinen Lebensweg. Ja Gott, mein Lebensweg, in Rüsselsheim im Krankenhaus auf die Welt komme, mit sage und schreibe 10 Pfund, die Hebamme. Und Krankenschwestern habe ich immer, wenn mein Vater auf die Station gekommen ist, gesagt, da kommt wieder der Vater von unserem Dicke. Weil
tatsächlich der, das Kind war, was am Tag nach der Geburt schon einen Strampelauszug A hat, also okay. schon 56 cm und 10 Pfund gehabt. Ja, bin hier in dem Haus, wie gesagt, groß geworden. Wir fahren in die Innenstadt, Grundschule gegangen, Parkschüler und war zwischendrin Goetheschule und dann Parkschule. Ja, habe beim Opel Werkzeugmacher gelernt, klassische Ausbildung, war 33 Jahre bis Ende 2018 bei Opel, zum Schluss als Einkäufer und habe dann für mich gemerkt, dass ich nicht mehr mit der ganzen Geschichte so konform gehe und habe dann für mich die Entscheidung getroffen, das Abfindungspaket zu nehmen und bin dann in die Selbstständigkeit als freie Trauerredner gegangen. Da kommen wir gleich dazu. Ja, ja. Ja, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, dass dich, glaube ich, als nicht zu vergessen, dass ich natürlich hier auch dann mit meiner Familie, also in diesem Haus dann halt lebe oder gelebt. Der Sohn ist ja jetzt mittlerweile auch schon im Alter, wo er ausgezogen ist, aber mit meiner lieben Frau Sabine lebe ich hier auch, wie gesagt, mit den Eltern alles unter einem Dach und ja, so ist es. So ist es, ja. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der dich ausmacht oder auch was Besonderes ist und auch was Besonderes für Russenzahn ist. Du bist Fasnachter. Du bist Fasnachter und das darf man, glaube ich, sagen, Fasnachter mit Leidenschaft und jetzt gibt es ja viele, die das als Hobby machen, die halten mal irgendwo einen Vortrag und das darf ich jetzt, glaube ich, sagen, du bist da eine Größe. Ja? Du bist der, den man in der Fernsehfasnacht sieht, ja? Und aber auch hier bekannt ist mit deinen Auftritten. Und jetzt komme ich wieder zum Straßennamen, der Ernst Lustig, ne? Aus der Ernst-Ludwig-Straße hier in Rüsselsheim. Ich muss, glaube ich, jetzt erstmal, jetzt haben wir es weggeräumt, es gibt ein schönes Bild. Das müssen wir natürlich zeigen. Das ist so, so kennt man dich als Fasnachter. Ja? Ja. Der Ernst Lustig, ja, mit der Sonnenblume. Ja. Und du hast unten im Keller Schränkchen, da hängen lauter diese bunten Jacken drin. Ja? Ganz toll. Und das wird ja alles selbst gebastelt von dir. Ja? Ja. Also das ist alles Heimarbeit, was man da sieht. Also der Vortrag ist natürlich Heimarbeit, die Klamotten sind Heimarbeit. Also das ist alles Jürgen Wiesmann. Was man da sieht. Ja. Finde ich eine ganz tolle Sache. Du hast da auch eine richtige Figur entwickelt, diese Ernst Lustig. Das ist was ganz Markantes. Und da steckt ja viel von dir auch drin. Auch in deinen Vorträgen. Also nicht, dass du es bist, aber da steckt ja Biografisches drin. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erzählen. Vielleicht mal an zwei Fragen festgemacht. Was bedeutet für dich Fasnacht und was bedeutet für dich Ernst Lustig? Also Fasnacht und Ernst Lustig und die Frage mal aus dem, um gleich das mal zusammenzufügen, bedeutet für mich Ausflüge aus dem Alltag. Ja, also wir haben ja alle unser tägliches Geschäft und ja, so wie manche Leute halt mal Wellness Trip in die Sauna machen oder sonst was. Also Fasnacht für dich ein Wellness Trip? Ja, schon durchaus, weil du glaubst nicht, wenn du auf der Bühne stehst und du stehst auch in einem Saal, ich sage jetzt mal in der Mainzer Rheingoldhalle zum Beispiel, und es stehen 2000 oder es sitzen 2000 Menschen vor dir, die dir dann anschließend Standing Ovations geben, das ist schon Balsam für die Seele. Absolut. Ja, also von da aus gesehen, das tut schon sehr gut. Und du hast es gesagt, ja, also es steckt hinter dieser Figur Ernst Lustig tatsächlich so ein Team, das Wiesmann heißt. Ja. Und meine Mutter, die ist gelernte Schneiderin, die näht alle Anzüge. Ja, okay. Ja, und sie hat jahrzehntelang nicht genäht und hat im Prinzip durch die Fasnacht, weil ich dann gesagt habe, wir müssen da mal was Individuelles machen, hat sie dann gesagt, hey, ich könnte ja mal. Und seitdem ist sie also auf dem Trip, dass sie das alles näht und mit einer ganz großen Akribie das Ganze auch macht und mit sehr viel Liebe und Detail. Und wir haben meistens so, da sind wir schon gleich, wir dürfen nicht zu viel Vorlauf haben, weil es dann doch auf den letzten Drücker kommt. Ja, also es kann durchaus sein. Also ein bisschen Druck muss sein. Es muss nervös sein. Also sie muss wissen, dass ich an dem Freitagabend meinen ersten Auftritt habe, dann kann es sein, dass mittags der letzte Knopf angenäht wird. Und ich muss quasi den alljährlichen Albtraum haben, dass ich hinter der Bühne stehe und der Sitzungspräsident sagt mich an und
Ich sage zum Regisseur, wieso sagt der Depp mich an? Ich habe da noch gar keinen Vortrag. Und dann wäre ich wach und dann denke ich, okay, jetzt fangen wir an. Ja, aber es ist auch so, ich würde sowas, der muss im Prinzip fertig werden und auf die Bühne. Und entweder es geht gut oder es geht nicht gut. Mhm. Ja? Aber das jetzt noch ein halbes Jahr, also ich könnte jetzt nicht aus dem Sommerurlaub kommen und den Vortrag fertig habe, dann hätte ich ihn bis zu der Fasnacht kaputt geschrubbt. Wer ist denn der Erste, der den Vortrag hört? Also der Kaltstart sozusagen. Hören tun tatsächlich die Leute, so wie er ist, das also erste Mal. Ist nicht, dass dein Haus sich das anhören muss oder der Nachbar? Also ich bin keiner, der das jetzt daheim oder der vor dem Spiegel irgendwelche Grimassen übt oder sonst was. Es ist tatsächlich so, dass ich auf die Bühne gehe und diesen Vortrag lebe. Respekt. Ja, okay. Ich mache das klar in meinem stillen Kämmerlein, wenn ich vor dem PC sitze und schreibe, dann kann es durchaus sein, dass ich dann, also wenn mich dann einer beobachtet beim Schreiben, dann sagt er, der hat tatsächlich einen Trall. Ne? Also das heißt, ich springe dann auch manchmal auf, wenn ich mir eine Szene im Vortrag vorstelle, springe ich dann manchmal auf und gucke dann auch so und dann setze ich mich wieder hin oder spreche den Satz weiter, spreche den Satz weiter, weil es dann einfach aus mir rauskommt und das, was ich dann gesprochen habe, das schreibe ich auf. Großartig. Ja, und dann kommt meine Frau ins Spiel, indem sie das dann das erste Mal durchliest. Und dadurch, dass wir jetzt also schon über 30 Jahre zusammen sind, weiß sie also auch, wie das dann ein ernstlustig, sage ich jetzt mal, auf eine Bühne bringen könnte. Und wenn sie dann den Text liest und dann sagt sie, das ist was, oder da musst du nochmal gucken. Klar, der Eltern lese ich es dann nochmal vor. Mhm. Ja, aber auch dann ist es mehr ein Schnelldurchlauf. Ja. So richtig wie gebracht wird, mache ich tatsächlich auf der Bühne, bin dann auch sehr selbstkritisch. Mein Vater, der mich zu allen Auftritten fährt, der mich zu allen Auftritten fährt, der zeichnet die ersten 10 Auftritte, sage ich mal, auf. Okay. Und die gucke ich mir an und dann wird das analysiert, wie reagiert das Publikum, finde ich noch einen besseren Reim, weil mir es doch nicht gefällt, so wie es läuft. Wenn ich plötzlich eine Bewegung mache, und ich merke, dass der Saal darüber lacht oder sonst irgendwie was, dann behalte ich die bei. Ja. Ja. Also am Ende ist es einfach ein Vortrag, der sich vom ersten Auftritt bis, wenn ich das Glück habe, in der Fernsehsitzung zu sein, der sich bis zur Fernsehsitzung entwickelt. Ja. Aber auf der Bühne. Ja. Also gibt es dann auch doch nochmal so Feintuning. Super. Okay. Ja. Aber manchmal bist du auch einfach zu lang. Ja, okay. Da hast du es mit der Schreiberei zu lang gemeint und dann dreht dir jeder Regisseur oder jeder Programmgestalter, dreht dir durch, wenn du auf einmal 25 Minuten oder 30 Minuten am Ende auf der Bühne stehst. Okay. Ja. Jetzt hast du gesagt, du bist schon viele Jahre in der Fasnacht. Das heißt, du hast auch so eine Entwicklung mitgekriegt in der Fasnacht. Ja? Wie würdest du das so beschreiben in deiner Zeit? Was hat sich verändert? Oder ist das im Wesentlichen alles gleich geblieben? Wo geht so die Reise hin mit der Fasnacht? Es gibt mittlerweile viele, sage ich mal so, Comedy-Elemente in der Fasnacht. Es gibt ja Fasnachter, die sind dann richtig ins Kabarett oder in die Comedy gegangen. Das gab es schon vor Jahren, sage ich mal. Mit der Tobias Mann oder der war da auch Fasnacht. Aber als erster in der Mainzer Fasnacht der unvergessene Herbert Bonnewitz. Dann, klar, Tobias Mann. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die schon im Kabarett oder im Comedy waren und sind dann in die Fasnacht gegangen. Ja, hat es also auch schon umgekehrt gegeben. Mhm. Ja. Was, es wird teilweise auch in Sitzungen mehr Party, gerade im zweiten Teil vielleicht, gespielt oder auch gemacht, gefeiert, was mir halt leider ein bisschen, gerade weil ich halt, es klingt immer so komisch oder so alt, wenn man so sagt, dass ich mittlerweile, man kann es fast schon sagen, einer der letzten bin, die sich hinsetze und einen gereimten Kokolores-Vortrag schreibe. Also das wird langsam zur Ausnahme. Ja? Das wird zur Ausnahme. Prosa ist auf dem Vordermarsch. Also wenn man überhaupt jemanden findet, die Fasnacht auf der Bühne als Vortragende machen wolle und nicht als Ballett oder in Gesangstruppen oder sonst irgendwas, findet man gerade, ich sage jetzt mal, immer weniger, die sich mal so richtig, wie ich es jetzt sage, zum Depp machen. Ja. Da muss man aber auch dazu stehen. Ja, klar. Ja, also muss auch der Typ dafür sein, der das kann. Ja, ja, natürlich. Ja, das hängt man mit mal. Ich hatte ja früher einen Berufswunsch, unter anderem auch
Schauspieler, ne? Bis dann mal längst gesagt, aber das war ständig gelernt. Ja, ja, klar. Ja. Aber, also es hat schon früh in dir drin, auf einer Bühne zu sein. Einfach in andere Menschen reinschlüpfen. Okay. Ja, und die Fasnacht ist ja sowas, ein Spiegelbild des Alltags. Ja, ja. Das heißt, wenn ich meinen Vortrag mache, ich halte ja den Leuten im Saal eigentlich nur den Spiegel vor. So ist es. Und sage, dort guckt Neues, so seid ihr wirklich. Und nehme ich aber da dabei auch ehrlicherweise mit auf die Schippe. Mit auf die Schippe. Ich sage immer, ich hatte mal einen Ausschnitt gehabt im Vortrag, da hieß es, wir haben unser Essen noch gesse und nicht fotografiert. Ja? Und macht es ja aber trotzdem selbst auch, klar. Da ist man in der Family Group, man ist immer irgendwo, wo es so Schnitzel gibt und dann fotografiert man das und sagt, hier, das wäre was für euch oder sowas. Ja, ne? Oder postet es aber mal in Facebook oder sowas, ja. Jetzt ist ja die Mainzer Fasnacht eine politische Fasnacht. Jetzt bist du nicht vordergründig politisch, aber ich finde, du bist gesellschaftspolitisch, weil du ja den Alltag auch auf die Schippe nimmst. Und da ist ja auch ein bisschen Politik drin. Ja? Oder wie willst du das einordnen? Ja, es ist im Prinzip, sage ich jetzt mal, es ist schon gesellschaftspolitisch. Mhm. Ja, also auch wenn es dann die Leute gibt, wenn es dann ohne Aperol Spritz oder Hugo oder sonst irgendwie was. Ja. Das hatte ich ja dann auch schon mal in einem Vortrag drin, dass wir bei so Haude war Laude quasi eingeladen waren und wo ich dann gesagt habe, der Grill für 1000 Euro, aber dann nur zwei Stecker für 99 Cent vom Aldi. Ja, 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 ja. Und das ist schon, dann merkt man auch, dass das genau das ist, was die Leute auch im Saal dann halt genauso sehe und das merkt man dann immer, dass dann so richtige Beifallsstürme. Weil jeder halt so jemand kommt. Kennt, der das ja, so genau. Macht. Ja, genau. Das ist ja so. Aber der Fasnachter ist ja auch ein bisschen in die Genetik, weil bei den Kindern hat es ja auch abgefärbt ein bisschen. Ja, und sein Sohn war damals 2006, als die Mainzer Kleppergarde 150-jähriges Jubiläum hat, kam mein Freund Peter Müller damals zu mir und sagte, hör mal, meinst du nicht, der Olli könnte mit einem Mädchen zusammen Kinderprinzenpaar geben, also in Mainz. In Mainz gibt es immer einen Kinderprinz und der macht das auch so lange, wie ihm sein Kostüm passt. Ja, und oder er dazu Lust hat. Ja, ja, klar. Und dann war das aber tatsächlich mal die Ausnahme zu diesem Jubiläum, weil die Mainzer Kleppergarde eine Kinder- und Jugendgarde ist. Ja. Ja. Und die haben dann gesagt, wir hätten zu unserem Jubiläum gerne ein Kinderprinzenpaar. Und da gab es dann auch tatsächlich bis zu diesem Zeitpunkt, nach 1958, war es erst das zweite Kinderprinzenpaar, was es in Mainz gegeben hat. Ansonsten immer zwischendrin nur Kinderprinzen. Ja. Ja, und dann irgendwann hat er ja gemeinsam mit mir auf der Bühne gestanden, wo er mich dann also anfing, Klavier zu spielen. Und er war immer schon einer, den es auch auf die Bühne gezogen hat. Also dieses Gen hat er dann von mir irgendwie wohl geerbt, weil er hat dann Klavier gespielt und dann hat er gesagt gehabt, das war dann in der Zeit, als ich auch noch gesungen habe, ne? War ja in Mainzer Fasnacht auch als Sänger aktiv, aber mit so skurrilen Kostümen wie Vater Rhein oder als Bayers aus dem Fasnachtsbrunnen oder der Schlappeschorsch von der Schlappegatt und so weiter. Und dann war das so ein Kokolores-Gesang, also schon ein gesungener Vortrag, der dann in den Versen, Klavier mit Pointe und dann Refrain, wo es dann im Refrain auf die Kapp gehört, wo dann die Leute auch aufspringen konnten und konnte dann halt mitsingen. Und da hat dann der Olli gesagt gehabt, als er sich so ein bisschen was am Klavier zugetraut hat, ach, da könnte ich dich doch eigentlich auch mal bekleiden. Sagte dann, stehen Wiesmann auf der Bühne. Hab ich gesagt, das ist ja beinahe wie Siegfried und Roy. Und dann habe ich, aber dann haben wir es gemacht. Und wir waren sogar prompt im ersten Jahr, waren wir beide zusammen in der Fernsehsitzung gewesen. Er als kleiner Sträfling und ich dann als Ferdelsputze mit Bickelhaupt und alles. Und ja, kam sehr gut an. Wir haben dann mehrere Auftritte auch noch in der Fernsehsitzung gehabt. Ne? Und er hat dann auch angefangen von Klavierspielen sich in den Gesang mit einzufinden, wo er dann auch beim Refrain dann mal mitgesungen hat. Und ja, mittlerweile ist er
auch auf der Bühne mit seiner eigenen Musikgruppe, Handcase und seiner Musik, war dort 2018 auch für den MCC mit in der Fernsehsitzung gewesen. Auch das war damals mal was nicht ganz Alltägliches, dass zwei Familienmitglieder in der Fernsehsitzung mit zwei getrennten Auftritten waren. Toll. Ja. Er ist auch beim MCC, genauso wie ich auch im Komitee, also im Jungkomitee, da ist er da mittlerweile. Ich bin ja Sitzungspräsident beim MCC und Vorstandsmitglied. Und ja, ist schön, wenn man dann so ein Hobby mit dem Sohn zusammen teilen kann. Ja. Jetzt haben wir sozusagen über die Rolle Ernst Lustig gesprochen. Aber du hast in deinem Leben auch einen ernsten Teil. Das ist sozusagen jetzt auch dein Beruf geworden. Ja. Und das ist eine ganz schöne Bandbreite vom Fasnachter zum Trauerredner. Ja. Das ist ja hochinteressant. Aber wenn man darüber nachdenkt, eigentlich gar nicht. Weil beides findet, so muss man schon auch sagen, auf einer gewissen Bühne statt, in der Öffentlichkeit. Ja? Man hat ein Publikum, obwohl sich das unterscheidet, vor allem von der Stimmung her. Aber es ist wichtig, es kommt auf das Wort an, in beiden Fällen. Bei dem einen soll halt gelacht werden, bei dem anderen besser nicht, obwohl es soll auch lustige Trauerreden geben. Ja? Aber das ist ja dein Ding, die Rede, die wohl ausgearbeitete Rede. Jetzt musst du uns aber natürlich mal erklären, wie kommt man dazu, als Fasnachter, sage ich mal, Trauerredner zu werden. Wie ist das entstanden? Also, ich sage es mal so, in erster Linie bin ich ja ein Mensch, der Fasnacht macht. Mhm. Ja? Das Zweite ist so, dass es mir also immer schon Spaß gemacht hat, Reden auszuarbeiten. Mhm. Ja, also auch so mal habe ich ja auch schon Laudatio gehalten und so weiter, um mich mit dem Thema zu beschäftigen, manchmal auch so mit ein bisschen Wortspielereien und so weiter. Aber es war halt, als ich dann 2018 den Opel verlassen habe, war es für mich die Frage, was machst du? Und ja, ich bin ja auch Vorsitzender in Kastell bei den Kasteller Musikanten. Und da muss man halt auch als Vereinsvorsitzender öfters mal, Gott sei Dank war es bis jetzt noch nicht so oft, und ich hoffe, dass es alle auch so bleibt, dass man als Vorsitzender aber auch mal einen Nachruf auf ein verstorbenes Vereinsmitglied oder insbesondere vielleicht ein aktives Mitglied halt verlesen muss. Und da haben mich viele Leute oftmals anschließend schon angesprochen und haben gesagt, du hast so toll gesprochen. Ja. Und als ich dann überlegt habe, was könnte ich machen, was könnte mein Plan sein, wenn es Opel nicht mehr gibt. Und dann hat meine Frau Sabine, die hat dann gesagt, mach doch Trauerredner. Das Thema beschäftigt dich schon immer. Also ich wollte auch neben der Schauspielerei, wollte ich früher tatsächlich Bestatter werden. Und wenn es das damals als richtigen Lehrberuf, so wie es das heute mittlerweile gibt, gegeben hätte, wäre ich vielleicht gar nicht so Opel, sondern wäre Bestatter geworden. Ja. Also das Thema Tod und Trauer hat mich schon immer in irgendeiner Art und Weise beschäftigt. Und da habe ich gesagt, ja, es ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Aber da ich auch bei dem Thema, gerade bei dieser Sensibilität dieses Themas, immer sage, nicht jeder, der reden kann, weiß, von was er spricht und den Anspruch halt auch an mich hat. Ja. Ja, so wie ich dir jetzt vorhin gesagt habe, dass ich meine Auftritte, die ersten Auftritte in der Fasnacht, halt auch genau analysiere und das dann so mache, bis ich zufrieden bin und sage, jetzt ist er so, wie er bleibt. Okay. Ja? Und so war es mir halt gerade bei diesem sensiblen Thema sehr wichtig, was mit Hand und Fuß zu machen. Und habe mich dann auch bei einer Trauerrednerakademie in der Nähe von Offenbach gemeldet, habe das dann da auch gemacht. Und ja, man bekommt da sehr viele Tipps, auch was man machen soll, aber es entwickelt sich dann auch. Mir war es einfach nur ein Bedürfnis. Ich wollte schon immer in meinem Berufsleben eigentlich mit Menschen zu tun haben, wollte helfen, bin auch Schirmherr in Mainz bei der KOKI, das ist so ein Verein für herzkranke Kinder und Jugendliche, wollte helfen, Menschen an der Seite zu stehen, wenn sie gerade nicht auf der Sonnenseite des Lebens sind. Und mit meinen Worten, so gut es möglich ist, denen Halt zu geben, wenn sie sich von ihrer emotionalen Seite quasi im freien Fall
fühlen. Und das ist auch mein Slogan, den ich habe, Worte, die Halt geben. Ne? Und ich bin ein Trauerredner, das mit der Fasnacht auch so ein kleines bisschen zu verbinden, bei dem auch durchaus mal ein Anekdötchen reinkommt in eine Trauerrede. Also da darf auch mal gelacht werden. Ja? Wo man auch mal schmunzeln oder so ein kleines Lächeln hat. Mir kommt es nämlich darauf an, dass die Leute, die Familie und auch die Trauergäste, dass die den Verstorbenen oder die Verstorbene wiedererkennen. Mhm. Ja? Und ich bin auch keiner, der dann mit einer todernsten Miene, also so jetzt mal mit einem Lächeln, gerade wenn es über ein Leben geht. Ein Leben war ja nicht nur schlimm oder sowas, ja, das ist ja schön. Und ich möchte aber mit diesem Lächeln der Familie gerade, den Hinterbliebenen, die Möglichkeit geben, aus der Trauerhalle rauszugehen, später vom Friedhof zu gehen, zu sagen, das hätte ihm gefallen. Ja. Ja, das hätte ihm gefallen. Und jetzt haben wir von unserer Seite aus alles gemacht und können uns jetzt der Verarbeitung unserer Trauer hingeben, weil das Leben geht für uns weiter. Mhm. Ich sage dann auch im Gespräch den Familien immer, wir verabschieden jemanden aus dem Leben, aber für uns geht das Leben weiter und der oder die Verstorbene hätte auch nicht gewollt, dass wir jetzt so daran verzweifeln, dass das Leben für uns nicht weitergeht. Ja. Und deswegen ist am Ende an der Trauerrede von mir auch immer viel Hoffnung und Zuversicht mit dabei für die Angehörigen. Mhm. Also ich kann es nur ein bisschen nachvollziehen, in der Politik kommt es halt auch vor, dass mal jemand verstirbt und man muss noch was sagen. Ich hatte es bis jetzt zum Glück nur einmal der Fall, das war der Schorsch Schäfer aus Königstetten, ich weiß nicht, kennst du das, hast du vielleicht auch gekannt, ja. Und da muss ich auch eine Trauerrede halten, was ich sehr gerne gemacht habe, die Familie hat mich da gebeten. Und es ist genauso, wie du sagst, also ich war da natürlich nicht so drin, das war nicht mein tägliches Geschäft, aber das ist... Das Ziel hast du gut beschrieben, ja. Dass die Leute rausgehen und sagen können, das hätte ihm gefallen, ja, aber auch nicht zu traurig sind. Und das Interessante, um das noch abschließend zu sagen, das Interessante daran ist, dass ich 2001 den Namen Ernst Lustig für die Fasnacht kreiert habe und 20 Jahre später sich mein Leben zwischen Ernst und Lustig bewegt. Toll, toll. Ja. Jetzt habe ich noch eine Schlussfrage und das ist die Frage, die ich allen stelle und die ist mir auch sehr wichtig. Du bist in Rüsselsheim geboren, du bist in Rüsselsheim aufgewachsen. Du hast selber gesagt, du hast gerne mit Menschen zu tun. Ja? Du bist ja sozusagen in dieser Stadt im wahrsten Sinn des Wortes zu Hause. Ja? Da bist du mittendrin. Wie siehst du Rüsselsheim? Was bedeutet Rüsselsheim für dich? Was hat sozusagen auch Einfluss genommen auf dein Leben von dieser Stadt? Ich sehe Rüsselsheim natürlich als Heimat. Ich bin hier, wie du schon sagst, im Herzen von Rüsselsheim, in der Altstadt, ja, fußläufig zur Fußgängerzone oder zur Innenstadt, zum Main runter. Ja, Rüsselsheim ist Heimat. Rüsselsheim verbindet man mit Opel, mit Industrie, mit Fabrik, aber auch mit Multikulti. Mhm. Ja, auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel unsere Straße sehe, da wohnen viele Nationen friedlich in einer Straße als Nachbarn. Mhm. Man grüßt sich, man spricht miteinander. Und das war vielleicht damals, als da noch in den Häusern zu meiner Kindheit vielleicht bei dem einen oder anderen Hauseigentümer nicht immer so gewesen. Ja. Ja? Aber hier, zumindest für unsere Straße und hier auch die Nachbarschaft in der Weisenauer Straße, kann ich das wirklich sagen, dass verschiedene Nationen friedlich miteinander leben. Mhm. In den letzten Jahren war für mich der Höhepunkt der Hessentag. Da habe ich mich im Prinzip wieder, sagen wir mal, neu in meinen Vater oder Mutterstadt oder wie sagt man es jetzt gerecht, neu verliebt. Ja, schön. Es gab... Schöne Formulierung, neu verliebt. Ja. Auch mit der Gestaltung damals unter Patrick Burkhardts Regie, dann mit dem Mainufer, auch da, dass ich erinnere mich gern an einen Post von mir, als ich unten am Main entlang gejoggt bin, es war kurz vorm Hessentag, die Baustelle am Mainvorland war fertig, das stand noch der Bauzaun und ich bin dann so da vorbeigejoggt und die Sonne ging gerade so ein bisschen unter und dann habe ich das Handy raus gepostet, von dort aus noch, das wäre ein schöner Platz für einen Weinstand. Auch das haben wir
bekommen. Und es ist für mich auch immer ganz gut, dass man mal was hat, wo man mal hingehen kann, ja, zu Fuß hingehen kann, ohne dass man sich in irgendeiner Art und Weise absprechen muss, wer fährt oder sonst irgendwie was. Ich weiß auch zu schätzen, wenn man in der Innenstadt wohnt, im Traum. Man trifft, es gab neue Feste, wie zum Beispiel das Rüsselsheimer Weinfest, was halt jetzt leider durch die Pandemie alles im Moment nicht stattfinden konnte. Es war halt tatsächlich so, dass es in der Vergangenheit die Kontakte und die Treffen der Rüsselsheimer oder der Rüsselsheimer, wie man so schön sagt, sich auf die Rüsselsheimer Cap beschränkt haben. Da hat man sich gesehen, da kamen sie aus alle Ortsteile und man hat sich immer wieder gesehen im Weindorf. Und das hat sich jetzt so ein bisschen verlagert. Das heißt, im Weinfest trifft man sich, man trifft sich auch mal am Weinstand, ohne wenn viele sagen, ach komm, wir waren hier im Radtour. Es kommen aber auch mal Leute jetzt wieder, die Radtour machen, halte mal da an und sind einfach da. Ja? Auch das kulturelle Leben lebt. Und ja, natürlich gibt es immer was, wo man meckern kann und kann es aber dann doch vielleicht nicht ändern. Ja? Klar ärgere ich mich auch mal, wenn ich einen Knoller an meinem Auto habe, obwohl ich nur 5 Minuten da gestanden habe, und einen steht 3 Stunden da und da passiert nichts. Ja, aber c'est la vie, so ist das. C'est la vie. So ist das eben. Ja. Aber man spürt, du bist gerne ein Mensch, der hier in Rüsselsheim wohnt. Kann man das so sagen? Ja, und deine Heimat. Und auch die Umgebung. Und ich sage immer auch zu meiner Frau, wenn wir dann mal mit dem Fahrrad unterwegs sind, man fährt ja gerne mal in die Berge oder ans Meer und sieht, ach, hier ist schön, da könnte ich auch wohnen. Und wenn wir dann so aus dem Urlaub, wie jetzt gerade vor 8 Tagen, als wir aus dem Urlaub zurückkamen, habe ich jetzt am Wochenende mit Freunden eine Fahrradtour gemacht. Mhm. Und man fährt dann so bis hier auch gerade da durch diesen Regionalpark dann oder auch hin durch die Gemarkung im Ried, fährt man dann mal mit dem Fahrrad und da sieht man dann, ach, och, wir haben es aber auch schön. Mhm. Und das merkt man spätestens dann in dem Moment, wenn mal Leute kommen, die nicht hier wohnen, sondern die dort wohnen, wie Urlaubsbekannte. Es gibt auch Urlaubsbekannte, die einen tatsächlich dann nochmal besuchen. Und die dann sagen, ach, ihr habt schön. Und so ist es halt. Man merkt es halt, aber wenn man halt irgendwo im Allgäu ist, sage ich mal, die merken auch letztendlich nicht unbedingt gleich, was sie da haben. Das müssen sie auch immer erst einmal anderen sagen. Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Jürgen Giesmann. Fasnachter, Trauerredner, ja, eine echte Rüsselsheimer, tolles Gespräch, vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei Achim Weidner für die Technik. Ja, ich denke, es war wieder ein interessanter Einblick.